Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Chaos Invisita. Direkt erstes Pokémon, ich hoffe ein Shiny. Nein, es ist ein I. Toll. I. Das ist das Motto dieser Folge. Ein gutes Motto. Mal gucken, ob es eingehalten wird. Bestimmt. Na gut, wir gehen heute in die nächste Stadt. Hoffentlich den nächsten Orden holen. Die Arenaleiterin der Stadt haben wir schon kennengelernt. Also gucken wir mal, was uns so erwartet. Oh, Sand. Sand in meinem Gesicht. Wie komme ich... Ach so, ach, zwischen den Bäumen. Ich dachte, ich bin für immer gefangen, aber alles gut. Was hat er gesagt? Ich habe ihm nicht zugehört. Oh, er hat ein Aerodactyl. Der Sandsturm ist aber auch übertrieben hier, oder? Ein bisschen dreckiges Wasser ins Gesicht. Das hätte auch ruhig ein bisschen mehr Schaden machen, bin ich ganz ehrlich. Bollenhem. Bollenhem ist nett. So, jetzt hast du gut Schaden gemacht. Dankeschön. Level up! Was willst du lernen? Du zuerst? Nee, lass mal. Du nicht zuerst. Doch, hoffentlich. Aber nicht so. Ja, es ist ganz klein. Schlag es. Nun. Auf Wiedersehen. Gut, dass du noch nicht entwickelt bist. Das wäre anders gelaufen. Die Pflanze. Aber auch noch nicht entwickelt. Also alles gut. Es könnte auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Weil das Problem ist, es macht mir keinen Schaden. Okay, es hat nicht eingegriffen, es hat sich nur geboostet. Alles okay. Kann es gerne tun. Viel Spaß. Danke für die KP. Jetzt geht es mir schon viel besser. Ein Item. Wir müssen nur einen Stein kaputt machen. Tu mal. Kohle, cool. Ich gehe auch immer für ein Stück Kohle. Mache ich auch, mir auch immer so viel Arbeit. Das hat sich richtig gelohnt. Oh, ich dachte, ich kann das anklicken, aber es... ist einfach quasi verschwunden. Ich wollte es anklicken und dann bin ich drüber gefallen oder so. Das kann ich das nicht beschreiben. Du bist ein Kampf-Pokémon. Falls du das noch nicht wusstest, ne? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Okay. Das sollte ja jetzt nicht so viel Schaden machen. Das war trotzdem ein ganz guter Schaden. Oh, Sandsturm. Was mache ich denn? Flügelschnee. Das ist ja keine Step-Attacke. Ah, oh, ich dachte, das bleibt bei da hinten bei den 2-3 KP hängen. Aber nein. Es war nett genug, das nicht zu tun. Mein Team sieht auch nicht mehr ganz so optimal aus. Es könnte besser sein. Hallo. Das hat auch wilde Dance-Moves, das Garaborn. Hast du nicht? Doch, hast du eine Gesteinsattacke. Sehr schön. Dein erster Einsatz. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind alle so stolz auf dich. Oh, Nahkampf. Das ist halt keine gute. Also, dadurch, dass ich dann... wir könnten bitte eine bessere eine Gesteinsattacke für das Pokémon haben, wäre das vielleicht möglich. Die scheint mir nicht unbedingt optimal zu sein. Moonblast! Ja! Auf Wiedersehen. Ja, tschüss, Feenwind. Nein, danke, Feenwind. Oh, die will auch noch kämpfen. Calcium. Was ist hier oben? Wo komme ich hier hin? Warum muss ich so viel arbeiten, um da hinzukommen? Für hellen Puder. Das war alles? Nur heller Puder? Oh, Vulcano. Hoffen wir, sie hat Pokémon dabei. Gegen dich eine Chance habe mit denen, die bei mir noch gut aussehen. Wäre fies, wenn ich jetzt down gehe. Nur wegen ihr. Ich sehe schon die nächste Stadt, aber ich gehe einfach noch down und muss dann den ganzen Weg durch den blöden... Okay, Sonne. Gut. Das war's dann mit meinem Vorteil. Das ist wirklich fies viel Schaden wegen der blöden Sonne für so einen blöden Flammenwurf. Stop it. Sie macht erstmal das schöne Wetter kaputt und jetzt ist Sonne. Wer möchte denn Sonne? Niemand. Level up.
Du willst Leute knuddeln? Bist du denn physisch? Eigentlich brauche ich Wing Attack nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich habe einen Vogel dabei. Der zwar nur Akrobatik kann, aber immerhin. Inzwischen, ja. Inzwischen kann er... Der hat nur ein Pokémon, und zwar nur, um das Wetter zu ändern. Okay. Hallo. Hey, du. Mein Name ist Josie. Ich bin die Direktorin des Fossilienmuseums der Stadt. Und ich habe eine Frage. Ich spreche nicht nur für mich, sondern für die ganze Stadt. Seit Wochen ist eine unglaubliche Hitze über der Oase tagsüber. Klar leben wir in der Wüste, aber diese drastische Erhöhung der Hitze ist ungewöhnlich. Normalerweise hätten wir eine Gruppe von Formeo, die sich um die Temperatur kümmert. Seit Jahrzehnten haben wir und die Formeo zusammengelebt und das Leben hier zu einem in diesem Paradies möglich gemacht. Wie auch immer, seit ein paar Wochen gibt es keine Spur mehr von ihnen. Wir denken, irgendwas Schreckliches muss geschehen sein. Sie wurden vielleicht gekidnappt. Und weil du random durch dieses Tor gerade durchgelaufen bist, möchte ich, dass du das übernimmst, weil ich kenne dich gar nicht. Oder was ist dieses Gespräch? Viele Trainer und Bewohner der Stadt suchen nach dem Grund für das plötzliche Verschwinden. Wenn du uns bei der Suche hilfst und sie findest, haben wir eine großartige Belohnung. Die Formeo hat man zuletzt auf Route 8 gesehen. Viel Glück. Ich hoffe, Castform sind wirklich Formeo. Ich wäre dumm, wenn ich jetzt die ganze Zeit von einem anderen Pokémon spreche. Okay, sie spricht also jedes Mal, wenn hier einer reinkommt, spricht sie ihn an und sagt, bitte hilf uns. Wild von ihr. Leute, ich verstehe nicht, wo... Ich verstehe nicht, wie die Stadt funktioniert. Gut, aber jetzt habe ich das Pokémon Center gefunden, also alles gut. Aber es muss ja vom... Ja, das ist vom Mio. Ich habe so ganz selbstverständlich übersetzt. Aber ich glaube, es gibt auch kein anderes Pokémon, das in diesem Kontext Sinn machen würde. Früher war die Oase viel größer, aber sie ist in der Zwischenzeit geschrumpft. Das ist das deutsche Wort, geschrunken. Auch schön, aber geschrumpft. Und viele Pokémon-Spezies sind verschwunden. Okay. Gut. Wie komme ich denn da hinten hin? Habt ihr das gesehen? Da lag ein Item. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann immer noch nur Superbälle kaufen. Kann ich keine Hyper... Wollte ich das so ernst? Was, wenn ich jetzt ein legendäres Pokémon finde? Wie soll ich das fangen? Mit Superbällen? Ich denke nicht. Toll. Das wollte ich nicht kaufen. Das ist eine blöde Anzahl. Wir kaufen mal noch ein Gegengift. Man weiß nie, wann man die mal braucht. Awakening. Einer kann nicht schaden, ne? Ach, Paralyse habe ich ja mehr als genug. Escape Rope habe ich. Okay. Nein, ich habe gesagt, okay. Spiel, hört doch mal zu. Oh, die haben die Tränke teurer gemacht. Schrecklich. Wie komme ich denn da hin? Muss ich ja irgendwie aus diesem Gebäude... Ne? Muss ich ja oben rausspringen? Hier geht's nicht. Hallo? Oh, ja, schlimm. Sie will, die Tochter möchte mehr in gefährlichen Gegenden leben. Wild von ihr. Ich meine, sie wohnt mitten in einer Wüste, wo überall Sandsturm um sie herum tobt. Das scheint mir auch nicht unbedingt der beste Ort zum Leben zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Leute, habt ihr Geschenke? Hier, gib mir was. Ja, du magst Feuer-Pokémon, toll. Oh, was hast du gegessen? Ah, okay. Sieht nicht so appetitlich aus, aber scheint ja zu schmecken. Und außerdem kann es alle Statusprobleme heilen. Das ist doch schön. Jetzt fühlt sich derjenige sicher gesund. Okay, das hilft immer noch nicht bei meinem... Ich hab's rausgefunden, sehr schön. Habe ich mit dir geredet? Man muss immer bereit sein. Ja, okay, top. Okay. Geschenke. Hallo? Ah. Das ist ein Item. Wie komme ich... Oh, ich muss da durch den Zaun durchkriechen. Nee. Wie komme ich... Da muss ich durch das Haus durch, oder? Hallo, ihr zwei seht aus, als würde ich euch gut unterhalten. Wie wäre es, wenn einer sich mitten dazwischen stellt? Guten Tag, ich möchte nur ihr Item aus dem Garten... Ich kann heute nicht durch Türen laufen.
Der Stein hatte bestimmt einen Grund, warum er da war, um den Zaun zuzumachen. Sie lässt jetzt ihr Pokémon da frei laufen und es verschwindet einfach, weil der Zaun jetzt ein Loch hat wieder. Es gibt keine Krise, die die Stadt nicht bewältigen könnte. Na, das ist schön. Sie muss mal wieder ihren Müll leeren, so wie das aussieht. Ganz voll ist der Mülleimer. Schlimm. Ah, ein Souvenir. Ich dachte, ich sollte es mir angucken. Er sagte, guck es dir an und dann gibt er es mir? Wild von ihm. Hey. Nein. Ja, Fahrradfahren im Sand immer gut. Funktioniert gut. Macht sich auch viel Spaß. Na, no, sie und ihr Arcani gucken sich das Wasser an. Aha. Oh, es gibt einen Tempel. Die Ahnen haben ihn gebaut als Dankbarkeit für den Schutz gegen das Chaos-Pokémon. Aha. Das Chaos. Davon haben wir schon gehört. 40 Grad im Winter im Schatten. Eine schöne Stadt. Fossilien. Hier sind wir im Museum. Was gibt es hier Schönes? Ja, die Fossilien sind mindestens 5 Tage. Denke ich. Ich musste gar keinen Eintritt zahlen. Oha. Ja, da kann man hier die Fossilien nicht doch hier... Nee, da stehen nur... Nee, okay. Alles klar. Was ist das für ein Pokémon? Ah, ich hab's von hinten nicht erkannt. Okay. Gut, toll. Schön, dass du das gefangen hast. Für den Arena-Leiter. Wo sind nur die Formio hin? Niemand weiß es. Hotel, was ist das hier? Privater Bereich? Oh, nur Hotelgäste. Oh, fies. Die Leute hier scheinen echt nicht viel zu schenken. Schenkst du mir was? Sein Schuh ist voller Sand. Traurige Geschichte. Ich rede mit dem Baum. Team No Flex. Nee, ich glaube nicht. Ach, Khan, wir kennen uns. Ah, Miri, was ist los? Ich möchte dich zum Kampf herausfordern, aber ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich bin hier schon eine Weile und die Hitze macht mich wirklich fertig. Du hast wahrscheinlich von den Verlorenen von Mio gehört, richtig? Ich war schon auf Route 8 unterwegs und habe alles durchsucht, aber nichts gefunden. Vielleicht solltest du es versuchen. Nach einer kleinen Regendusche bin ich sicher bereit für einen Kampf. Okay. Ach, da ist auch die Arena. Das ist ein Item. Ach, da musste ich runterspringen dafür. Okay. Wie hoch ist die Chance, dass ich das mache? Hm. Oh nein, warte. Wie komme ich da hin? Wie funktioniert das? Ah, okay, so. Ach, toll, für Arceus dann. Wenn ich es gefangen habe. Easy. Okay, Feuerheiler habe ich bestimmt, aber ich bin mir ganz sicher. Ganz auf jeden Fall. Gibst du mir Wasser? Bei Feuerarena wäre das noch hilfreicher. Warte, was? Ich musste aufpassen, was er sagt, weil er erzählt ja was über das Rätsel. Hi, erzähl mal nochmal. Ich habe beim ersten Mal nicht zugehört. Oh nein, es gibt... Okay. Ah. Oh nein, es... Was? Es ist auch noch heiß in der Arena. Das heißt, Wasser-Pokémon kann ich wegwerfen. Das Gute ist, das ist auch ein Boden-Pokémon. Ich habe in dieser Arena 2 Pokémon, die gut sind. Ich meine, ein Feuer-Pokémon, das macht dann auch mehr Schaden. Mit seinen Feuerattacken, also auch nicht ganz schlecht. Ja. Gut. Gucken wir uns das mal an. Oh. Hi. Bist du bereit? Nein. Es ist sehr warm. Safeguard. Okay. Na, gecrittet. Sonst wäre das mit einem KP, hätte das überlebt. Das wäre nicht nett gewesen. Oh, Schneckmark, hallo. Oh, ein KP Schneckmark. Okay, der Beulenhelm hat das geregelt für mich. Danke an den Beulenhelm an der Stelle. Beulenhelm ist eigentlich immer der MVP. Ach, das Pokémon ist mir irgendwie unsympathisch. Ich kann es nicht erklären, warum.
Ich finde es irgendwie unsympathisch. Genau wie die Ameise. Die gehören ja beide zusammen. Beide irgendwie unsympathisch. Tut mir leid. Falls das euer Lieblings-Pokémon ist. Und tschüss. Level up. Noch ein Level up. Dankeschön für das Stückchen Boden. Hier, das passt da nicht. Oh nein! Ich muss das auch noch ausprobieren, wo es reinpasst. Ich dachte, ich kann das jetzt einfach reinsetzen, wo ich will. Aber wahrscheinlich stuckt man sich sonst instant fest. Und die Leute sind ja doof. Und sonst wird das wahrscheinlich nichts. Danke für den Ruckzuckieb. Habe ich mir wenigstens einen Angriffspunkt dank dem Beulenhelm gespart. Das ist doch, nett. Oder so. Klasse, er mag gerne die nervigen Feuerstarter, die alle zu Kampf werden. Das ist ja sehr unsympathisch. Nein, es brennt. Meine Kröte brennt. Oh no. Okay, sehr schön. Ich bin sehr stark, ich weiß. Ich muss mal eben nachgucken, ob ich eine bessere Attacke für das habe. Sandsturm, nee. Wobei, kann ich damit wohl das andere... Das andere... Ja... Mir fällt das Wort nicht ein. Das andere überschreiben, das ist das Wort, das ich suche. So, was haben wir hier? Das Problem ist, solche Attacken sind... Wenn ich halt nicht 100% weiß, dass es damit... Das kann halt sein, dass ich damit einen Kampf rette, aber es kann halt auch sein, dass ich es nie benutze. Damit wird es zu Glaskanone. Ist aber halt auch cool. Wir überlegen uns das mal noch. Was haben wir hier? Habe ich das schon jemand beigebracht? Willst du das lernen? Jetzt guck mal, statt Blubstrahl. Das ist doch viel besser als Blubstrahl. Und es kann verbrennen, voll Rio, hä? Voll gut. Nein, das will ich nicht. Voltwechsel ist cool, aber ich habe definitiv kein Pokémon, das ich da... Wobei, ich könnte... Vielleicht dem Vogel. Der Vogel kann es lernen. Ich könnte halt überlegen, ob ich... Warum kann das immer noch keine bessere Feuerattacke? Okay. Ob ich Wild Charge damit wegmache, aber eigentlich ist das cool. Es ist halt im Prinzip auch wie Sturzflug. Nur mit Elektro. Ist halt die Frage. Aber eigentlich ist das auch eher ein physischer Angreifer. Ne? Das ist zum... Ah, ist doch physisch, oder? Oder bist du... Egal. Es ist mir egal, mit was ich angreife, Kämpfer. Auch gut. Fies. Ja, hier wird es bestimmt nicht sein. Ja. Sehr schön. Guten Tag, der Herr. Und danach gehen wir heilen. Darumaka. Das Problem ist halt, dass es zur Hälfte Käfer ist. Und dadurch findet es die Feuerattacke natürlich auch nicht cool. Magma. Ist ja zum Glück keine Pflanze mehr. Hier, Giftfee. Kannst du irgendwas dagegen tun? Moonblast. Gebrannt. Ah! Ja, gut. Das macht weniger Schaden, als ich gehofft hatte. Das war ein Crit. Auf zu winken. Mein Vogel macht das. Mein Vogel erledigt dich jetzt. Ich bin mir da ganz sicher. Ganz sicher. So. Erledigt. Oh, der Affe. Mein Erzfeind. Die Affen. Ganz schön viel Schaden, Herr Affe. Oh, nein!
dass das nicht genug Schaden macht, dass er drauf geht. Vielleicht hätte ich mit der Elektroattacke angreifen sollen. Dann wäre das vielleicht besser gelaufen. Hier beißt es, das hat es verdient. Sehr gut. Gemacht. Kriegst du ein Level up für. Hallo. Superzahn. Erstmal Hälfte KP auf jeden Fall weg. Okay, wir machen. Wir machen doch nicht weiter Super. Jetzt machen wir Superzahn. Wo er fertig ist mit seinem Schild. Und jetzt knuddeln wir. Wir knuddeln nicht, weil er seine Verteidigung erhöht hat. Das hier ist doch speziell, oder? Hm. Gut. Alles gut. Hydropumpe? Du, nee, sorry. Hydropumpe. Habe ich 5 Versuche, treffe ich einmal damit, wenn es gut gelaufen ist. Okay, ich würde aber sagen, ich gehe jetzt heilen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und Mirio.